Guten Abend zusammen. Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger von Langerich. Ich darf Sie im Namen aus Langerich hier zu unserem Weihnachtssingen recht herzlich begrüßen. Und wir würden uns freuen, wenn Sie mit Ihrem Nachbarn, mit uns, heute zwei, drei besinnliche Adventsstunden feiern würden. Es gibt was zu essen, es gibt was zu trinken. Wir haben eine schöne Tombola. Unser Schmürzchen wird eröffnet jetzt gleich mit dem Quartettverein Köln-Langerich und dem Gesangsverein Weiler Volkhof von unter der Leitung von Jakob Hanra. Herzlich willkommen. Es soll ja nicht nur sein, dass man sich hier trifft zum Trinken, sondern es soll etwas Besinnliches sein, etwas Schönes sein. Währenddessen haben wir auch mit einem so besinnlichen Lied angefangen und wollen jetzt so ein bisschen auf die kölsche Art auch gehen, was alles so um Christkindchens Maat Löw. Und ich weiß, Kinder, dass ihr mit meiner verehrten Kollegin, ja, Frau Tobleski, das ist ganz toll, wir haben noch jahrelang zusammen gearbeitet noch, dass ihr eine Kölsch Akademie habt und das gleich mit Musik auch machen. Ihr Glück, was soll man sich wünschen zu Köln und Christkindchens Maat? Ach, Freud und Verdacht, Land Friede, wir haben doch so lang drauf gewartet. Ach, Freud und Verdacht, Land Friede, wir haben doch so lang drauf gewartet. Was ihr verstanden habt, was jetzt hier so einige Sänger, was die euch vortragen, dann frage ich gleich mal, ob du das verstanden hast. Ja, ob die Kölsche Akademie bei Frau Tobleski auch gefruchtet hat. Ja, hören wir uns das mal an. Wir sind geführt von Gottes Hand. Wir kommen aus dem Morgenland. Zum Christin durch Jerusalem, das Licht im Stall zu Bethlehem, nimmt vor ne schwere Jan, mir wurde manchmal bang. Wir kommen aus dem Morgenland, sind ne halbe Welt hier lang, durch Schitz und Kell und Wüstensand, und wir fürsten um uns wie Kaspar, Melchior, Balthasar. Wir drei sind schon da, so früh kommen wir nicht fort, denn wir hören uns schon. Oh, du fröhliche, oh, du selige,
nennen die sich. Die sind weltbekannt. Im Moment sind sie in Amerika, waren vorher in Australien, in Kalifornien. Die kommen jetzt nächste Woche zurück. Und mit einem dieser Tenöre bin ich persönlich befreundet. Und die haben mir versprochen, zum Jubiläum dieses Chors am 28. April im kommenden Jahr hier in die Dionysiuskirche zu kommen. Alle drei. Alle drei von Rui. Ich kann euch nur sagen, wer da Karten haben möchte, sobald es angekündigt ist, sichert euch jetzt schon die Karten im Voraus. Ich glaube, wir brauchen keine Plakate. Die Hütte ist so voll wie nie und das wünsche ich mir. So hatte ich es früher immer und ich wünsche es mir auch heute wieder. Und aber ich habe ja zick und das singen wir jetzt. Die haben viel Geld, die machen alles, Lammfelle, alles Mögliche schenken die. Aber ich armes Kind, ich habe doch gar nichts. Aber ich habe meine kleine Trommel. Da hat er sich vor dem Jesuskind hingestellt. Da hat der getrommelt. So schön. Das hörte sich an, immer wie Rabam-Bam-Bam-Bam. Rabam. Hör mal, könnt ihr da nachsprechen? Rabam-Bam-Bam-Bam, sag mal. Oder sag mal Ram-Bam-Bam-Bam. Oder Rabaram-Bam-Bam-Bam. Oder sag mal Ram-Bam-Bam-Bam. Du, wenn du das jetzt hörst, jedes Mal, wenn der Chor singt, ram, ram, pam, 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 ram, pam, 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 dann dürft ihr auch mitsingen, ja? Das wäre ganz, aber die Erwachsenen auch, ihr kennt alle das Lied. Das Lied vom kleinen Trommler. Was dein Name nicht ist,
dir recht herzlichen Dank für das Erscheinen mit deinen Sängern. Wir wünschen euch selbstverständlich auch eine besinnliche Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allen Dingen viel Gesundheit. Recht herzlichen Dank fürs Kommen. So, ihr habt euch wahrscheinlich gewundert, warum ich hier oben stehe und der Schorsch das nicht macht, weil das stand ja so im Stadtanzeiger. Aber der Schorsch ist zurzeit gesundheitlich nicht so auf der Höhe und da hat man mich gebeten, das zu machen. Ich stehe hier als Privatperson Adi Parfenhoff, nicht als Blau-Weißer. Und diese ganze Veranstaltung, die heute Abend stattfindet, da hat auch kein Verein mit Longerich was zu tun. Außer die fünf Mann, die sich Igal nennen, die gesagt haben, wie es hieß, das Fest fällt aus organisatorischen Gründen aus, haben die fünf, sechs Mann sich bereit erklärt, dieses Fest doch weiter erleben zu lassen. Und darauf können wir stolz sein. Und diesen Herren und Damen, oder Damen und Herren, möchte ich auch von hier oben recht herzlich danken für die ganze Arbeit. Vor allen Dingen, wenn ihr nachher alle weg seid, ist für uns noch reichlich Arbeit da. Des Weiteren möchte ich mal recht herzlich den Leuten danken, die eine so tolle Tombola reingeholt haben und vor allen Dingen die Sponsoren dieser Tombola. Recht herzlichen Dank.
Der Schmidt da, wo ist er? Mensch, wo ist er? Bei dem können wir jetzt gleich alle Nickel rausholen, ja? Und nochmal, schönen Dank.